Nach der Razzia gibt es nun weitere Details über die mutmaßliche rechte Terrorzelle. Die Polizei fand auch scharfe Waffen und offenbar gab es Verbindungen bis nach Finnland. Live aus Berlin, die Sat.1 Nachrichten. Guten Abend und willkommen heute unter anderem zu diesen Themen. Rechter Terror. Nach der Razzia gegen eine mutmaßliche rechte Terrorzelle ist gegen alle 12 Verdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Und es gibt weitere Details. Die Gruppe nennt sich angeblich selbst der harte Kern und hat offenbar Verbindungen bis nach Finnland. Außerdem soll die Polizei bei den Hausdurchsuchungen scharfe Waffen und Chemikalien gefunden haben. Mehr von Simone Egerter. Am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz ging es auch um den Krieg in Libyen. Denn obwohl sich im Januar in Berlin sämtliche Kriegsparteien feierlich auf Waffenstillstand und Waffenembargo verpflichtet hatten, wurde das nicht umgesetzt. Versprechungen gab es auch heute wieder in München. Eine effektive Kontrolle existiert aber immer noch nicht. Alba Ahlers berichtet. Aufatmen im rheinland-pfälzischen Germersheim. Nach gut 14 Tagen Quarantäne in der Kaserne dürfen die China-Rückkehrer endlich nach Hause. Sie sind alle gesund. Und in China steigt die Zahl der Neuinfizierten nicht mehr so schnell. In der von der Corona-Epidemie besonders betroffenen Region Hubei sind aber schon viele Ärzte und Pflegekräfte am Coronavirus gestorben. Die Regierung beordert nun neues Personal dorthin. Stefan Wittmann. Rodungsstopp in Grünheide. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat entschieden, dass der Elektroauto. Etwa jedes sechste Kind in Deutschland hat suchtkranke Eltern, schätzen Hilfsorganisationen. Während einer Aktionswoche wollen sie darauf aufmerksam machen, dass das eine schwere Belastung für diese Kinder ist und sie dringend mehr Hilfe brauchen. 2 von 3 werden nämlich später selbst suchtkrank oder bekommen psychische Probleme. Jan-Friedrich Funk berichtet. Seit ungefähr 300.000 Jahren braucht der Mensch einen Unterschlupf, doch bis heute geht bei dessen Bau alles Mögliche schief. Wer nicht selbst überschwemmte Fundamente, pleitegegangene Bauträger oder pfuschende Handwerker erlebt hat, kennt unzählige Horrorgeschichten von anderen. Hoffnung auf Hausbau ohne Horror machen 3D-Drucker. Im Emirat Dubai gibt es jetzt ein verblüffendes Beispiel, wie Peter Handjes zeigt. Sturm Dennis hat Großbritannien unter Wasser gesetzt. 600 Hochwasser. Seit 1927 wird die Miss Germany gewählt, also die schönste Frau Deutschlands. Passt das denn noch in dieses Jahrtausend? Ja, meinen immerhin 7.500 Bewerberinnen um den Titel und natürlich die Veranstalter, weil nämlich ganz krasse neue Auswahlkriterien gelten. Jetzt zählt auch der Charakter mit. Ob die diesjährige Gewinnerin tatsächlich revolutionär anders ist, berichtet Alina Quast. Ja, was könnte es Schöneres für uns Frauen geben? Schauen wir jetzt auf Wettkämpfe unter Männern. Hier die Bundesliga-Ergebnisse der Sonntagspartien des 22. Spiels. Von Anneke Dürkopp gibt es jetzt Details zum Montagswetter. Anschließend spielt Tom Hanks den Piloten Sully, dem 2009 die spektakuläre Notlandung auf dem New Yorker Hudson River gelang. Ihnen einen spannenden Filmabend und guten Wochenstart. Bis bald. Tschüss.